Kein Plan. Ich glaube ja noch nicht mal, dass das was mit mir zu tun hat, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe oder so. Hab keine Ahnung. Okay, fassen wir mal alles zusammen, Ellen. Die letzten 13 Jahre waren Sie in einer Albtraumdimension gefangen. Dem dunklen Ort, der wie New York aussieht, es aber nicht ist. Vom Grund des Cauldron Lake aus erreichbar, liegt aber nicht wirklich darunter. Und nun haben Sie es endlich da rausgeschafft. Ja, ja. Aber ebenso Ihr böser Doppelgänger. Mr. Scratch? Oder war es das Dunkel? Beides, es ist austauschbar. Er ist Scratch, wenn er aussieht wie ich, aber kann diese andere Gestalt annehmen. Und Scratch, das Dunkel, will die Welt nach seinem eigenen Geschmack umschreiben. Das würde zu Ihrer Vorstellung passen. Der Alert kommt für Valentines Giftbox, mehr nicht. Verwandeln. Während des Hirschfests, das schon in wenigen Tagen stattfinden soll. Sie entkamen durch das Schreiben eines Romans, die Seiten, die wir fanden. Doch ihr Double änderte ihn, machte eine Horrorgeschichte daraus, die ihrerseits die Realität ändert und die Menschen verrückt macht, den dunklen Ort nach Bright Falls bringt. Verstehe ich nicht, warum. Wenn die Fiktion mit dem dunklen Ort in Kontakt kommt, kann sich die Nichts Realität geändert. Verändern. Die Geschichte wird wahr, saugt sich mit allem voll, wie Oh, wie die Nicht-Abonnenten haben gerade Werbung. Wir können lästern. Doch letztes Mal... Das war 2010, oder? Ja, letztes Mal passierte nicht alles auf einmal. Die Geschichte wurde nach und nach Realität. Und das Dunkel war noch immer an den See gebunden. Ich konnte es aufhalten, bevor es sein Ende erreichte. Bevor es frei war. Und darum bleibt noch immer Zeit. Und damit kommen wir zum magischen Lichtschalter. Der Trigger. Magisch trifft es nicht ganz. Scratch will damit sein Ende herbeiführen. Das darf nicht sein. Wenn ich den Klicker finde... kann ich ihn damit zum dunklen Ort zurückschicken und alles wieder rückgängig machen. Ich weiß, es klingt total verrückt. Die Erinnerung ist lückenhaft und ich weiß nicht, was ich glauben kann. Es ist wie ein halb vergessener Traum. Ja, warum eigentlich Toffel kein Mod? Das ist eine sehr gute Frage. Hättest du denn Interesse, Toffel? Du bist ja auch zu 99% da. Mr. Wake. Alan. Wir haben in den letzten 24 Stunden ziemlich verrückte Scheiße gesehen. Ich hab dich nie gefragt, warum tatsächlich. Warum kommen wir in der Geschichte vor? Ich hab sie gesehen. Wie du möchtest, Toffel. Kannst gerne auch Mod sein. Eine Vision. Im dunklen Ort. Ich glaube, sie haben mir irgendwie geholfen zu entkommen. Damit hätte Scratch die Geschichte bearbeiten können, um sie zu finden. Können Mops sein. Und mehr noch. Möpse sind was Schönes. Wir sind alle in Gefahr. Jag mich nicht, ich will nicht laufen. Ich bin voll, mit Schoki. Jo. Das ist verrückt. Crazy. Und es gibt so viel davon. Sagt Ihnen der Kult des Baumes etwas? Gruselige Typen. Möpse, sie tragen toll. Hirschmasken für einen Ritualmorde durch. Ihr aber ich glaube, wir reden von anderen Möpsen, Toffel. Vermutlich durch die Horrorgeschichte. Ich meine, die Möpse, die gern tanzen und schwingen. Klingelt da was? Kult. Ja. Ja, Sie haben den Klicker. Wenn der Kult den Klicker hat, sind Sie dann Anhänger von Scratch? Ichi? Wie können Sie so sicher sein, dass Sie den Scratchy? Klicker haben? Sie
arbeiten, vielleicht für Scratch. Ich weiß nicht mehr, so verwirrend. Alan, wenn ich dieser Spur nachgehen will, müssen Sie ehrlich zu mir sein. Exakt. Ja, genau, mir. Geil. Oder verbirgt er etwas? Und wie es halt immer so ist, ne? Eine ist etwas kleiner als die andere. Das ist ja eigentlich fast immer so. Wake meinte, der Kult hätte den Klicker. Woher weiß er das? Der Autor ist der Leser. Das nächste Kapitel, das nächste Kapitel, das nächste Kapitel. Ja, genau. Realistische Piktogramme. Der dunkle Glanz der Worte. Wake versteckt Seiten. Sehr geil. Deshalb weiß er, dass der Kult den Klicker hat. Mhm. Das sieht ein bisschen aus wie der Jake Gyllenhaal auf dem Foto. Meint er nicht auch? Wake hat ein Double. Mr. Scratch. Den Schwimmstyle. Oh, das war dieses Robben, ne? Dieses, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Keine Ahnung, ich war seitdem nicht mehr schwimmen. Scratch ist hier. In Washington. Aber bestimmt. Er jagt Wake. So 3-4 Mal. Und dann geht mir die Puste aus. Oh, ich muss unbedingt wieder laufen gehen, ne? Also bevor ich krank war, habe ich es ja schon ziemlich schleifen lassen. Und wo ich dann so krank war, diese 2 Wochen, da habe ich erstmal Wahnsinn, ne? Als die 2 Wochen rum waren, ne? Dieses Fieber und Scheiß. Und ich wieder essen konnte. Ich habe zugeschlagen. Ich habe den ganzen Tag nur gegessen. Ich habe so viel nachzuholen gehabt. Ich konnte auch nicht so viel trinken, wie ich geschwitzt habe. Ich war ja fixen alle. Und trotz dem vielen Fressen und Saufen habe ich 3 Kilo verloren, ne? Und fühle mich halt trotzdem noch so sehr ausgelaugt. Und mir tun auch die Knochen weh. Und ich muss unbedingt mal wieder ins Stadion runter, ein bisschen laufen. Aquajogging, nee, da kriege ich Krämpfe in de Waden. Ich war mal ein paar Dörfer weiter. Im Sommer war im Schwimmbad, war da halt hier Wassergymnastik für alte Leute. Habe ich aus Gag halt mitgemacht. Ich war der Einzige, der Krämpfe gekriegt hat in de Waden, ne? Weil das Wasser so kalt war. Aber das ist halt so mein Ding. Vielleicht konnte Scratch dank Wake entkommen. Oder umgekehrt? Normal gebe ich dir recht, aber da nicht. Nee, das war einfach nur ein Tag im Schwimmbad, weil es so heiß war. Aber normalerweise ja. Egal, in welche Richtung du aus diesem Ort rausgehst, du kommst immer auf irgendeine Saufparty. Weinfest oder irgendwelche fremde Leute haben Geburtstag, wo man sich einfach dazugesellt. Ich sag ja, Rheinland-Pfalz ist auf Spaß ausgelegt, vor allem die Weingebiete. Ist ein Loch, genau. Genau. Ah, ich sehe gerade, das ist ja okay. Der gleiche Mr. Raum hier. Wake, Sie haben bestimmt weitere Seiten des Manuskripts bei sich. Sie wissen nicht, wie wichtig diese Seiten sind. Dank Ihnen weiß ich, was auf mich zukommt. Nicht guck mich an, wenn ich mit dir rede. Jawohl. Das ist unser Job. Okay. Hier. Mehr habe ich nicht. Aha. Seien Sie vorsichtig. Take care, mate. Take care. Im Wohnwagen am Rande von Watery saß Saga zum ersten Mal Wakes sagenumwobenen Klicker. Er befand sich im Besitz des Kults des Baumes. Ein Kultist starrte sie an. Sie zog ihre Waffe. Mhm. Okay. Der Wohnwagen. Oh, dann können wir uns ja mal ein bisschen umgucken hier, ne? Jetzt, wo er hell ist. Wieso hat die eigentlich eine Regenjacke an? Ohne FBI-Aufschrift. Boah,
liegt mir das Frühstücksfleisch schwer im Magen, also echt. Ah, Speicherpunkt. Auch Loot. Loot, Weg, wo bist du? Nee, kein Loot. Na dann. Wake weiß noch mehr. Ja, ich muss ihn weiter befragen. Raus mit der Sprache. Alan. Wake up. Und wie? Der will nicht mit mir reden. Hey, ich war guter Bulle. Sam, mach mal den bösen Bullen. Oder muss ich erst hier die Manuskriptseiten mehr ankicken? Der Wohnwagen. Okay. Und schwupps. Okay. Und die Map? Nein. Die Map? Nein. Wie kriege ich jetzt Ellen dazu? Waterboarding, das wäre eine gute Idee. Guck mal, hier ist sogar ein Wasserspender. Legen wir gerade mit dem Kopf dann runter. Und dann ziehen wir eine alte Socke von mir über den Kopf. Das ist dann das fortgeschrittene Level. Und dann geht das ab. Was liegt denn hier rum? Mensch, kann man da nicht ein bisschen aufräumen? Also wenn, denk mal zurück an eure Kindheit, bei Oma oder auch bei den Eltern, wenn, also abgesehen davon, dass das ein Röhrenfernseher ist, den es ja gar nicht mehr gibt, aber wenn der Fernseher so nah an der Couch gestanden hätte, da hätte euch doch niemand Fernsehen gucken lassen. Geh nicht so nah dran, da kriegst du viereckige Augen. Oder? Den Spruch hat doch jeder gehört. Mit dem Kopf in den Kühlschrank. Oh, stell dir das vor. Ne, du hast das Tuch über dem Gesicht, das ist glitschepitsche nass und du wirst ins Eisfach gesteckt. Ne, das ist schön hier anfrostet und dann wieder unter das Wasser. Oh, geil. Bei dem Ding musst du noch aufstehen zum Umschalten. Ist das einer mit Drehknopf? Ah, nee. Der hat schon Infrarot. Also meiner Kindheit gab es noch Kabelfernbedienung. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das war gerade so eine kleine Fernbedienung. Also kleiner als ein Handy. Mit Kabel am Fernseher dran oder auch am Videorekorder. Ne? Da war dann auch Kabelfernbedienung dran. Und davor war ich die Fernbedienung. Michel, schalt mal um. Da war dann dieser Drehknopf, weißt du? Da sind immer so die drei Programme durchgeschaltet, weil mehr hatten wir nicht. In den 80ern. Was für ein schönes Reh. Das ist ein Hirsch, kein Reh. Wo bist du denn aufgewachsen? Kennst du die Dinger, ja? Hehehe. Ja, stimmt, du bist ja nicht viel jünger wie ich. Und du hast das noch mitgekriegt. Ja, und da ich auf einer ostfriesischen Insel meine Kindheit verbracht habe, gab es weder Kabelfernseh noch irgendwelche modernen Elektrogeräte. Man war so ein bisschen abhängig von der, wie man es heute nennt, terrestrischen Antenne. Das waren einfach nur so zwei Drähte, die auf dem Fernseher standen. Da hast dann immer gucken müssen, Empfang, um ARD reinzukriegen. Oder das Erste, oder keine Ahnung, wie das damals hieß. Und ZDF, dass man auch die ZDF-Hitparade gucken konnte mit Dieter Thomas Heck. Warum redet er nicht mit mir? Strom hatten wir schon, ja. Nee, haben's da nicht. Nee. Haben's da nicht. Oh, also
Ist das hier irgendwie abgekackt? Kann das sein? Warte mal. Ich glaube, ich lade das nochmal neu. Ich glaube, da hat sich irgendwas aufgehangen. Speichern. Laden. Gerade gespeichert. Ja, sicher. Das sollte ja schnell gehen. Cooles Emoji. So. Artie and the Janitors. Ah, das ist der Hausmeister von vorhin. So, und? Nee, hat auch nichts gebracht. Hä? Wollte mich verkackeiern. Okay, warte mal. Lass mal gucken. Nee, da wird aber nichts angezeigt. Alles schon erledigt. Kann ich mir immer noch nicht leisten. Für die Schrotflinte auch nicht. Naja. Ja. Wusste schon, dass ich da bin. Falafel. Oh, ich hab was. Aha. Wake gab uns gerade viele Informationen. Doch Wake dieser up. Klicker diddle, 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 ein guter Anfang diddle, diddle, zu sein. Wenn diddle, 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 diddle. Finden wir auch den Kult. Okay. Als Saga im Wohnwagen am Rande von Watery stand, sah sie erstmals den sagenumwobenen Klicker von Wake. Hm. Oh, ist das was? Die Seiten, die wir gefunden haben, stammen aus einer Horrorgeschichte.
namens Return von Alan Wake und werden wahr. Warum konnte es keine Romanze sein? Scheiß Mikro. Alter. OBS war abgestürzt. Ich habe keinen blassen Schimmer, warum. Das ist schon so lange nicht mehr passiert. Alter, was sind das alles für Sachen hier? Ja. Alter. Denken, Saga. Ja, ich denke doch. Siehst du, wie ich gedacht habe? Ja, ja, ja. Wo habe ich so viele Sachen her? Okay, warte mal. Das Gedicht erlaubte mir, den Übergang zum Cauldron Lake zu betreten. Da? Nein. Da? Da haben wir noch ein Bild. Falsch. Was damit? Dahin. Na komm. Bisschen Unterstützung hier. Zack. Oh. Also das finde ich ein bisschen doof gemacht. Nee. Nee. Ich finde es halt irgendwie unnötig, ne? Fast. Taschenlampe scheint Besessene zu schwächen. Wie verändert die Geschichte die Realität? Ah, das könnte hier passen. Nee. Na komm, runter. Geht down. Dahin. Okay. Hier also nicht. Wake saß 13 Jahre lang im dunklen Ort fest. What? Okay. Die Fiktion, die mit dem dunklen Ort in Kontakt kommt, hat die Macht, die Realität zu verändern. Denken. Ja, mach ich doch. Nope. Das ist es. Ha. War doch einfach. So. What? Nein. Nein. Ah. Okay. Meine Güte, ey. Aber die für später kann ich noch nicht dingsen. Da, pass auf. Weiter. Ja, mach ich. Müssen wir sie einfach mal durchgehen, die Teile. Aha.
keinen Sinn. Ja. Für mich schon. Der dunkle Ort. Eine Dimension, in der Monster leben. Monster. Oh. Einen wunderschönen guten Abend, Christian. Na, wie ist die Lage? Ich habe am Montag habe ich Anruf gekriegt wegen Nachsorge. Ab Dienstag bin ich dabei, 6.2. Da sollten wir uns vielleicht vorher mal treffen vor der Tür, ne, vom Eingang. Martin meint, das wäre ein bisschen schwer zu finden und wäre gut, wenn wir uns da treffen könnten. Ich sage, ja sicher, machen wir. Er steht alles auf der Seite. Der Klicker. Und sonst alles im grünen Bereich? Okay. Ich gehe nach Watery und suche diesen Wohnwagen. Casey, Sie bleiben hier und passen auf Mr. Wake auf. Verstanden. Nein, Sie brauchen mich hier. Keine Chance, Kumpel. Das ist eine FBI-Untersuchung und ich sehe keine Marke an Ihrem Flanellhemd. Ja, ich denke auch, wenn man das einmal gefunden hat. Schon wieder Urlaub. Alter, geil. Sehr schön. Oh, guck mal hier. Ab jetzt kannst du über den Eimer im Schutzraum des Hausmeisters zwischen den Geschichten von Alan und Saga wechseln. Du kannst sie in beliebiger Reihenfolge spielen. Resturlaubabbau. Ah ja, klar. Hey, sehr gut. Sehr gut. Komm, wir speichern mal eben, bevor wir den ganzen Quatsch nochmal machen müssen. So. Ah, der Eimer. Okay. Ne, aber jetzt gehen wir erstmal zum Wohnwagen, ne, hieß es. Oh. Es sind ja noch mehr Menschen. Oh, er ist ja cool. Also nicht nur, dass er geil tanzt, das ist auch keine Musik. Community-Treffen wäre eine coole Sache. Auf jeden Fall. Wobei ich sagen muss, dass etwa 87% der Community hier wohnen. Das heißt, es würde Sinn machen, wenn er herkommt. Das wäre schon cool. Was ist mit euch denn los hier? Richtig, kommt her. Also Platz habe ich hier. Ne, allein der Raum hier ist riesig. Und ich habe noch zwei Matratzen. Gute Matratzen. Da kriege ich euch schon unter, das ist kein Problem. Toffel wollte ja letztes Jahr schon kommen. Gerade aus Prinzip treffen wir uns alle im Norden. Ja, den Norden vermisse ich schon, aber meinen Norden. Nicht euren Norden. Oh, wie geht's denn dahin? Da komme ich nicht durch. Genau. Ab in die Pantoffel und runter mit dir. Die Werbung.
Oh, da läuft gerade Werbung im Stream. Sorry an diejenigen, die die Werbung sehen. Nacht wach. Ja, Sir, das tut mir schrecklich leid. Wir haben einen professionellen Elektriker gerufen. Haben Sie es in der Zwischenzeit damit versucht, das Kabel des Fernsehers über Nacht rauszuziehen? Von mir bis nach Liamasens ist gar nicht so weit. Ich sag mal so 40 Minuten Fahrt. Es geht. Könnte man mal vorbeifahren. Natürlich, Sir. Na, vielleicht ein bisschen mehr. Dürfte ich Ihnen heute je nach Fahrweise. Abendessen offerieren. Das gleicht die Unfähigkeit an diesem Ort beinahe wieder aus. Es freut mich, das zu hören. Na, guck mal, hier. Was macht der da hinten am Fenster? Achso, der putzt das Fenster. Ich dachte schon, der putzt was anderes. Dann doch Süden. Ehrlich, hat dem Bild gewidmet. Aha. Oh, hier, Partyraum. Abfahrt. Death Rally. Okay. Ha. Wo wir da vorhin beim Thema Möpse waren. Irgendwas erinnert mich immer an meine Ex. Ja, schöne Reihe nach. Hallo? Hi. Alles zu. Tammy wollte nicht, dass ich komme. Das ist mir direkt aufgefallen. Nicht, dass diese Reise einen Sinn hätte. Ich dachte, aus der Stadt herauszukommen, würde mich inspirieren. Aber in Bright Falls gibt es nichts als Bäume und leere Schaufenster. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Ich bin es leid. Also ein Akt darüber zu schreiben, wie beschissen die Welt ist. Ich dachte, mit bissigen sozialen Kommentaren würde ich mich wie ein echter Künstler fühlen. Aber ich weiß auch nicht. Das fühlt sich nicht nach mir an. Ich will etwas Verrücktes schreiben. Etwas, oh, was bin ich durcheinander, oder? Etwas wirklich Ausgefallenes. Etwas Authentisches. Aber was? Scheiß auf die Stadt. Ich will gar nicht erst darüber reden, was letzte Nacht passiert ist. Es ist trotzdem eigenartig. Während ich hier im Hotelzimmer sitze, fangen die Dinge langsam an, Sinn zu ergeben. Eine Idee für ein neues Stück, einen Weltraumkult, der auf der Suche nach etwas, das noch nicht feststeht, die Galaxie niederbrennt. Ein einsamer Mann, ein Künstler, der von Stern zu Stern reist, bis er eine schicksalhafte Begegnung mit dem Kult hat. Eine komplett schwarze Besetzung, ein Musical, eine Rockoper. Who knows? Eine Manuskriptseite. Noch eine. Jawollo. Ah. Da ist eine Frau in dem Raum. Ah, ein Spiegel. Ob das eine Sauna ist? Oder ein Kackpoop. Örtchen. Also ein nicht ganz so stilles Örtchen. Er schrubbt sich ein am Fenster. Warum nicht? Fest verschlossen. Hat doch jeder schon mal gemacht.
So. Was ist mit dir? Hallo. Hallo. Da. Cauldron Lake, Überprüfung von Neuigkeiten und Gerüchten mit Fokus auf 2010. Querverweis mit alten Fallakten des New York Cults. Ähnlichkeiten, Gemeinsamkeiten in der Methodik. Teil einer Serie. Herausfinden, wie der köstliche Kaffee im Diner heißt. Jakobs Krönung. Jakobs Dröhnung, so heißt er. Klick. Nischt. Gut. Dann können wir dieses... Ah ne, da ist noch eine Tür. Damit hätten wir geklärt, ob Haustiere beim diesjährigen Kuchenverkauf erlaubt sein sollten. Für alle, die gerade erst einschalten, ihr hört die Pelt-Mains Radiostunde, präsentiert von Davis Family Rules Jury. Wer? FBI. Okay. Here we go. Was wollt ihr denn da vorne? Die warten doch bestimmt auf mich. Was macht ihr hier so? Neue Gäste. Moin. Oh, das Kettensägen-Massaker. Oh, zu. Können wir durchspieken? Nee. Ja, vielleicht kommen wir von der anderen Seite dahin. So. Billy's Boatyard. Zu. Brauchen einen Bolzenschneider. Ja. Den haben wir noch nicht. Da müssen wir mal gucken. Ne? Hast du was zu erzählen? Nee. Hab so einen Fisch gefangen. Flooded. Ich glaube, das sieht man eigentlich. Waterloo. Jawohl, passend zum Wasser. Spürst du den Wind? Ich bin der König der Welt. Okay. Gucken mal, ob der reden will. Schönen Tag noch. Ja, will er nicht. Ist die freundliche Art, jemand abzuwimmeln. Läufst auf ihn zu und er kommt direkt ein. Schönen Tag noch. Was in anderen Worten heißt, verpiss dich. Das geht mit bloßen Händen nicht auf. Ja. Das weid ich wohl. Bis bald mal wieder. Hallo. Oh dear. My dearest dear. Wo soll man hin?
Fahre nach Watery. Ja, dann sollten wir das vielleicht tun. Ab ins Auto. Ins Vehikel. Abfahrt. Genau. Abfahrt zu Watery. Da-dam. Los geht das. Ja, Anderson, ich wollte das nicht vor Wake erwähnen, aber... Mrs. Anderson. Glauben Sie, es ist eine gute Idee, allein zu gehen? Angenommen, wir glauben der Seite, dann muss ich mir das ansehen. Wir müssen den Kult finden. Jeder hier könnte ein Mitglied sein. Und dieser Scratch. Der böse Doppelgänger. Es muss stimmen. Bad Motherfucker. Abgesehen von seinen Schreibkünsten. Wenn die Informationen auf dieser Seite stimmen, könnte das ein Durchbruch sein. Dann lösen wir den Fall, bevor die Verstärkung hier eintrifft. Sie lassen sich Zeit, also seien Sie vorsichtig da draußen. Inzwischen werde ich mich mit Wake unterhalten. Vielleicht finde ich ja was raus. Okay. Kann ich mich selbst shoutouten? Vergiss nur nicht, was mit dem Salzstreuer war. Jawohl. Oh, ist aber klein. Das hätte ich gern größer. Laut der Seite war ich ein Wohnwagen. Irgendwo in Watery. Ich sollte mich umhören. Scheiße, wo ist es? Welches? Da hier, Shoutout. Schnell. Da-dam. Jawohl, mach es groß. Besser. Okay. So eine Kirche oder was? Suomi Hall. So. Frage wegen dem Wohnwagen herum. Okay. Gucken wir mal. Da haben wir doch niemanden stehen. Genau. Aber schaut mal bei Toffel vorbei. Hey, was sagtest du immer, wäre als Kind dein Traumberuf gewesen? Ich wette, es war nicht Dockarbeiter. Handtuchhalter in der Damensauna. Müßiggang ist allerlaster Anfang. Also, nun, wir Anglertypen wissen dich jedenfalls zu schätzen. Bester Job, ne? Vor allem, du kannst 3 Handtücher auf einmal halten als Mann. Die Überflutung ist hier sogar noch schlimmer. Hier steht alles schlimmer, war. Ich muss Casey später davon erzählen. Ah, wo sind bloß die Zeiten hin? Wo ich sind all... Wie ein Schatten meiner selbst. Was ist denn für dünne Arme? Leicht untertrieben. Die nimmt doch Age oder irgendwas. Das ist doch nicht normal. Das ist eine Einstellungssache. Denen zeig ich, was eine Hacke ist. Tja, was gibt es hier noch? Watery ist definitiv idyllisch. So könnte man es ausdrücken. Man könnte was sagen. Was ist? Dass es völlig zurückgeblieben ist. Hinterwäldler. Oh, hier. Hier gibt es bestimmt guten Fisch. Frisch aus dem Wasser. Frisch vom Kutter. Aber da muss ich bestimmt rein, weil ich vorne nicht reingelassen werde. Oh, hier. Luhut. Ah, Muni. Muni. Must be funny.
in der Knarre drin. Komm ich nicht hoch, ne? So, du alter Knacker. Was hast du denn diesmal wieder angestellt? Unendlich oft kann ich dieselben Löcher auch nicht flicken. Aha. Verstehe. Wie konnte es sich bloß von der Anlegestelle lösen? Ich habe es doch so gut festgebunden. Ich schwöre, dieses Boot führt eine eigene. Ich schwöre, Alter. Oh, Loot. Bloody Loot. Da. So viel Munition. Was habt ihr vor hier? Das auch? Nein. Aber da war was. Da. Hab's genau gesehen. Nischt. Okay. Okay, OB. Das ist mein Auto? Ne. Ey. Was geht? So eine Mischung aus Kevin allein zu Hause, also Macaulay Culkin und da der Harry Potter. Wie heißt er? Aber gute Musik läuft da. Valhalla Nursing Home. Yeah, baby. Da sind wir genau richtig. Und was zu essen gibt es auch noch. Aber wir sind auf jeden Fall hier richtig. Trotzdem kann man noch sprechen. Es regnet nicht, Digga. Dickerin. Eine Stimme für Bürgermeister Setter ist eine Stimme für uns alle. Für Watery. Bürgermeister Setter steht für Gerechtigkeit. Mhm. So, gehen wir mal ein bisschen singen. Geil, Karaoke. Kann man da vielleicht singen? Okay, eingängige Melodie. Was für eine Sprache? Ist das Russisch? Ah, Finnland. Vielleicht Finnisch. Are you Finnish? No, German. Das klingt aber eher russisch. Lumi Mörd. Oh Gott. Björn Nilsson. Lumi Mörd. Elchfest trifft auf Sumisaal. Verlosungen, Karaoke und Sketche. Oh ja. Glögi, Korvapusti und Karjalan Piraka. Kommt alle. Nee. Tom, der Dichter. Ein Film von Thomas Zane. Der dunkle Doppelgänger in der Kunst und im Leben von Thomas Zane. Original Thomas Zane. Ah, er. Den kennt man ja tatsächlich. Ach, das ist wieder unser Hausmeister. Aus der Anderswelt. Hallöchen. Verzeihung. Was sagen Sie? Ruhe. Artie ist mitten in der Vorstellung. Halt die Gosch. Ob ich wohl die erste FBI-Agentin bin, die den Mund halten soll? Irgendwas auf dem Tisch. Außer Donuts und Kaffee und Wein. Nö. Dann ein Speicherraum. So ein Jammer. Ob ich die alle streicheln muss?
kann sie alle streicheln. Die haben garantiert was genommen, Teufel. Geil. Ist das cool, wenn man aus dem Altersheim kommt und Zugriff auf Tabletten hat. Speichern. Ah, hier kann ich wieder in die Anderswelt. Ob das Sinn macht? Ich soll ja aber eigentlich... Komm, wir springen mal rein. Oder? Nee, wir wollen jetzt erstmal den Auftrag hier erfüllen. Nicht, dass wir da durcheinander kommen und irgendwas vergessen am Ende. Kann ich den Stecker ziehen, dass die mir zuhört? Guck mal, hier ist ein Stecker. Aber lippensynchron ist er. Dem geht's gut, Mann. Er hat die Kraft der zwei Herzen. Sie. Okay. Können wir mal auf die Map gucken. Oder erstmal. Da. Hier waren wir noch nicht in dem. Doch. Gehen wir auf die andere Seite von dem Häuschen. Vielleicht ist ja jemand aus dem Häuschen. Ah, hier. Ich gehe doch gar nicht. Na. Bist du öfter hier? Schicke Brille. Das ist aber echt überflutet, ey. Da ist ja überall Water. Die Familie meiner Mutter stammte aus Schweden. Genauso stellte ich es mir dort vor. Sieht nett aus. Muflo! Ja, ne, bei dem Wetter. Grüß dich. Und wie war die Schule? Genießen Sie die Sauna? Und wie? Der Dampf ist wie Balsam für meine alten Gelenke. Ich warte nur, bis Arti mit seiner Show fertig ist. Dann gehen wir auf ein oder zwei Bier. Ich habe gelesen, Saunieren ist gut gegen Demenz. Ja, Schule halt. Hast recht. Schon mal vom Kultusbau. Du bist morgen wieder da, ne? Die Monster. Oder wir steigen da nicht so ganz durch. Wir haben vorhin überlegt. Wir waren uns nicht sicher. Ich kann keine Spaziergänge mehr im Wald unternehmen. Wie soll ich vor so einer Kreatur ja, kommen? Ja, okay. Meine Hüfte lässt zu unserer Zeit war das noch Blockunterricht, von daher. Wir sind etwas verwirrt. Glauben Sie, das würde funktionieren? Sie sind der Profi. Sie sollten vorerst. Immer donnerstags und jede zweite Woche mittwochs. Ah, ja, okay. Ja, stimmt, Toffel. Hoffentlich hält das Handtuch. Sonst hat er drei Stützen. Ein Dreibein. Es heißt, wenn einen die Sauna nicht mehr gesund macht, ist man totgeweiht. Man sagt auch, dass Schweigen Gold ist. Ja. Man sagt auch, dass man nicht unbedingt in Dreckbrühe mit nackten Füßen stehen sollte. Hast du letztens mal Pets Radiosendung gehört? Ich geh mal in die Sauna. Vielleicht kann man die ja ausziehen. Ich höre mir kein sinnloses Geplapper. Hallo. Das soll eine Sauna sein. Nicht in der Sauna. Ah, da drin. Okay, was gibt es hier? Oh, Muni. Muni. Oh, hier. Loot. Fackel. Fackel ist immer gut. So. Gehen wir uns mal die anderen nackten Männer angucken. Okay. Egal, wie dicht du am Wochenende bist, Goethe war Dichter. Exakt. Sehr alt, aber gut. Flachwitz-Challenge. Warum macht zu? So. Wie kann man sich da jetzt entkleiden?
Einfach mal warten, ne? Dann macht es von alleine. Und dann muss ich hier in 10er in die Tasche stecken. Okay. Hier noch irgendwas? Ja, Bolzenschneider könnte ich immer noch gebrauchen, ne? Ist Kegeln mit Thomas anders als mit Bullen? Den habe ich auch vor ein paar Tagen gehört. In irgendeinem YouTube-Video. Ich fand den geil. Den kannte ich tatsächlich noch nicht, muss ich gestehen. Hey, der Saga, hier drüben. Was? Woher kennt ihr mich? War ich mit euch schon mal in der Sauna? Oh, sind das nicht die aus der Werbung? Hey, Ilmo. Wie war der Spaziergang im Wald mit Steven? Ein weiterer zufriedener Kunde. Ich hoffe nur, er gibt uns eine gute Bewertung auf der Website. Schön, Sie wieder in Watery zu sehen, Saga. Wir haben Sie vermisst. Echt schön, Sie wieder zu sehen, Saga. Sie tun so, als würden Sie... Warum hat der Kult nur Badetücher? Warum? Das ist eine sehr gute Frage. Kennen Sie den Kult des Baumes? Ja, wir dachten immer, es wäre nur eine Legende. Kinder, die gruselige Symbole malen, um sich gegenseitig einen Schrecken einzujagen, aber jetzt wirkt die Sache ziemlich real. Es ist schrecklich, was passiert ist. Wir stehen alle unter Schock. Wir sehen uns die Sache an. Hoffentlich kehrt bald wieder Normalität ein. Bestimmt. Das ist uns wichtig. So normal, wie es hier nur sein kann. Ich muss einen bestimmten Wohnwagen in der Stadt finden. Können Sie mir dabei helfen? Ja, der Besitzer der Watery Lighthouse Wohnwagensiedlung, das bin ich. Ah, Toffel, das sind bestimmt Baumwollhandtücher. Bewohnerin? Deswegen hat der Kult nur Handtücher, Badetücher an. Was Sie meinen. Wenn Sie so Ihre offenen Rechnungen begleichen wollen, keine Sorge, das wurde schon erledigt. Muss schwer sein, dorthin zurückzukehren, wo Sie mit Ihrer Kleinen gelebt haben. Es ist, als würden Sie sich an eine andere Realität erinnern. Verwirrt Sie die Horrorgeschichte? Könnte sein. Also was ist Coffee World? Haben Sie etwa unsere Werbung dafür noch nicht gesehen? Ja, genau. Speziell gewebt von der eierlegenden Wollmilchsau. Essen und Spaß. Wir hatten bis vor kurzem sogar einen Elch. Naja, wenn man sie ganz lieb streichelt, dann kommt da auch Milch. Wir bauen gerade die Festwagen für das Hirschfest. Aber sehen Sie nicht nach. Die große Enthüllung erfolgt beim Hirschfest. Also, Ihre Werbung. Oh, die haben den Bolzenschneider. Das ist mehr als nur Werbung, Saga. Unser Ziel ist es, die Leute zu unterhalten und über unsere erlesenen Produkte und Dienstleistungen zu informieren. Außerdem schlägt sich Jakob wirklich hervorragend vor der Kamera. Verpissen Sie sich. Ich bin nur wegen des Freibiers hier. Keine Ahnung, was Ilmos Ausrede ist. Hey, ich bin Autor, Produzent, Hauptdarsteller und Regisseur. Tun Sie sich einen Gefallen und schauen Sie sich alle an. Profiling liefert mir vielleicht Antworten. Ja, ich habe das vor, mir alle Werbungen anzugucken. So, Profiling. Bro-Filing sind ja Brüder, glaube ich. So. Die Koskelas. Urbane Legende. Den Kult für eine urbane Legende. Oder nicht? Manche Dinge poltern in der Nacht. Es ist wahr. Alles ist wahr. Löse den Alarm aus, Bruder. Versammle die Truppen, Bruder. Bruder, was los? Der Schatten im Wald kommt immer näher. Sie halten ihn nicht für eine urbane Legende. Sie wissen, wie gefährlich er ist. Mhm. Die haben den Überblick. So. Ilmo meinte, ich hätte hier gelebt. Oh, Werbung. Glaubt ihr das wirklich? Haha. Gelächter und Liebe führen dich nach Hause. Saga und ihre Tochter. Oh Mann.
Glückliche Gesichter bedeuten hohe Grundstückspreise. Die Familie kommt zuerst, Ilmo. Wir kümmern uns inzwischen um ihren Wohnwagen. Sie ist eine von uns, Jako. Ihr Ersatzschlüssel ist sicher. Die Koskela-Brüder haben schöne Erinnerungen an mein Leben hier. Die Geschichte muss sie beeinflussen. Ich spiele vorerst mit. Ich brauche den Wohnwagenschlüssel. Unbedingt, ja. Oder ein Bolzenschneider. Ein Bolzenaro. Ati Jöton Jö. Siehst du? Haben wir doch gleich erkannt, das Lied vorhin. Da fehlen uns noch Seiten. Das ist unsere neue Karte. So. Da sind wir, da kommen wir nicht durch. Verschlossene Tür. Oh, eine neue Gesprächsoption. Da sollten wir vielleicht erstmal hingehen. Ah, und hier ist die Wohnwagensiedlung. Guck an. Kalevala Nights Werkstatt. Slow Roaster. Coffee World. Willkommen zurück aus der Werbung. An diejenigen, die keinen Sub haben. So. Ah, für später. Anderer Fall. Was haben wir denn hier? Okay, erste Besitzer der Wohnwagensiedlung sogar. Ich sollte in einer Wohnwagensiedlung einen Wohnwagen suchen. Einfach denken, Saga. Ja, das da. War mir schon klar. Okay. Was haben wir noch für Fälle? Wake sagt, die Geschichte würde die Realität um uns verändern. Wenn das wahr ist, muss ich wissen, was echt und was Fiktion ist. Stranger than fiction. So. Welche Teile sind falsch? Welche, wenn überhaupt, nicht? Rose, sie hat mich im Diner in Bright Falls wiedererkannt. Sie sagt, ich sei nach Logans Tod weggezogen, ja? Das hat sie tatsächlich gesagt. Okay, was haben wir noch? Noch ein Stück. Kinderreime. Jede Menge Reime, die sich auch noch reimen. Reime von Bright Falls. Reime von Cauldron Lake. Na, da waren sie doch aber. War das Watery? Nee. Bright Falls? Auch nicht. Könnt ihr dazu? Ah. Das FBC hantiert auf jeden Fall mit Dingen, die sie nicht ganz verstehen. So etwas geht doch immer gut. Wie immer bei Remedy-Spielen. So, was geht hier? Außer Hefe. Okay. Gut. Dann...